Und damit ein herzliches Willkommen zurück, werter Zuschauer und auch werte Zuschauerinnen auf diesem Kanal zu unserem heutigen Structure Deck Opening. Ja, was geht gerade durch die Decke wie eine Rakete? Das Structure Deck Rocket Revolt. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an Filunio und an die Bereitstellung dieses Structure Decks, dass ich heute für euch exklusiv auf diesem Kanal öffnen darf. Kleines Intro, freut euch auf das Structure Deck Rocket Revolt. Und da wären wir zurück, dann schauen wir mal rein, das gute Stück. Hier in diesem Structure Deck erhalten wir neben 13 neuen Karten ebenfalls auch gute Reprint-Karten wie die Rückkehr der Drachenherren oder den Kaliber-Ladedrachen, wo es mich eigentlich am meisten interessiert, welches Artwork sie genommen haben, ob sie das Standard-Artwork aus Cersei Break genommen haben oder das Alternative. Das würde mich am meisten interessieren. Lange Rede, kurz Sinn, wir fangen einfach mal an und gucken da mal rein, das gute Stück. Es gibt keinen Grund, das sorgsam aufzumachen. Eine Einsteigeranleitung. So, fangen wir mal an mit der Einsteigeranleitung. Das Regelwerk durchlesen? Natürlich nicht. Aber wir gucken mal auf die Spielmatte. Wie sieht sie denn aus? Okay, da haben wir den Kaliber Wutdrachen, das ist das eins der neuen Karten. Und den topologischen Zeroboros, oder wie der heißt. Naja, wir gucken mal an das Deck, dann können wir uns die Karten noch genauer angucken. Ach, da haben wir schon die Karte. Den topologischen Zeroboros. So, als allererste Karte der Topologic Zeroboros mit dem Effekt 2 Effektmonster, um auf Link 4 zu kommen. Du kannst keine Monster in eine extra Monsterzone beschwören oder setzen, auf die diese Karte zeigt. Erhält 200 ATK für jede verbannte Karte. Falls ein anderes Monster als Spezialbeschwörung in eine Zone, auf die ein Link-Monster zeigt, beschworen wird, solange sich dieses Monster auf dem Spielfeld befindet, verbanne alle Karten auf dem Spielfeld. Halleluja! Einmal pro Spielzug während der Standby-Phase deines nächsten Spielzugs, nachdem diese Karte durch ihren eigenen Effekt verbannt wurde, beschwöre diese verbannte Karte als Spezialbeschwörung. Keine schlechte Karte. Topologisch Thema und Kaliber-Thema, ja, für den Antagonisten der heutigen Zeit nicht zu verachten. Packen wir mal zur Seite. Kommen wir gleich zur nächsten neuen Karte. Die ist ziemlich gehypt, der Kaliber-Wutdrache mit 2 Finsternis-Monster von Typ Drache. Ja, auch ein Red-Eyes-Thema beispielsweise nutzbar. Schnelleffekt. Du kannst ein Monster, das du kontrollierst, und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen. Zerstöre sie. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Finsternis-Link-Monster in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte können in dem Spielzug nicht aktiviert werden. Du kannst jeden Effekt von Kaliber Wutdrache nur einmal pro Spielzug verwenden. Das Artwork ist mega. Und weiteres als Extra-Deck-Monster haben wir den 4-Kaliber-Drachen. Oder wie hieß er? Der Quad-Bowl-Dragon, ne? 2 Drache-Monster, darunter ein Rakete-Monster. Du kannst eine Karte abwerfen und dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Du kannst für den Rest dieses Spielzugs keine Monster mit Link 2 oder niedriger als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören. Zusätzlich zerstöre das als Ziel gewählte Monster. Dann, falls es ein Link-Monster war, kannst du eine beliebige Anzahl Rakete-Monster mit unterschiedlichen Namen bis zu seiner Linkzahl als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören. Du kannst diesen Effekt von 4 Kaliber-Drache nur einmal pro Spielzug verwenden. Halleluja! Also, die gehen durch die Decke. Also, das wird so ein richtiges Low-Budget-Deck, was schon wieder was reißen kann. So wie damals die ABC-Karten. Und unser erster Super in dem Set ist der Silber-Rakete-Drache. Wenn der Effekt eines Link-Monsters aktiviert wird, der diese offene Karte auf dem Spielfeld als Ziel wählt, Schnelleffekt, du kannst diese Karte zerstören, dann sieh dir das Extra-Deck deines Gegners an und verbanne eine Karte daraus. Das ist auch wieder so eine mega unsinnige Strategie, aber es funktioniert, ja. Einfach den Gegner, seinen Kaliber-Ladedrachen klauen beispielsweise.
Während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug auf dem Friedhof gelegt oder durch Kampf was auf dem Spielfeld durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört und dort hingelegt wurde, du kannst ein Raketemonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Außer Silberraketedrache. Du kannst jeden Effekt von Silberraketedrache nur einmal pro Spiel verwenden. Level 419 reicht nicht, dazu noch einen mega guten Effekt. Was will man eigentlich mehr? Konami und seine Drachen. Dann haben wir den Raketensucher oder Raketensucher. Schnelleffekt. Du kannst eine offene Karte wählen, die du kontrollierst. Zerstöre sie und falls du dies tust, beschwöre ein Raketemonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck, außer Raketensucher. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören, außer Finsternismonster. Du kannst diesen Effekt von Raketensucher nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja. Also ich finde, das hat was. Die Raketenmonster auf alle Fälle nicht schlecht. Dann haben wir den Absoluter Dragon. Mit dem netten Effekt, falls du ein Raketemonster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst Absoluter Dragon nur einmal pro Spielzug auf diese Art Spezialbeschwören. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand ein Raketemonster von deinem Deck hinzufügen. Du kannst diesen Effekt von Absoluter Dragon nur einmal pro Spielzug verwenden. 2-8 Death, auch nicht verkehrt. Auf die Karte habe ich mich eigentlich am meisten gefreut. Der Zero Day Sprenger. Der Zero-Day-Sprenger bietet ein finsternes Link-Monster als Tribut an und wähle dann Karten auf dem Spielfeld in Höhe seiner Linkzahl und zerstöre sie. Ja, mega gute Karte. Die ist nicht nur hier in dem Themenset zu enablen. Da gibt es viele verschiedene gute Link-Monster. Falls sie zerstört werden würden, aktiviert man auch die Falle hinterher und dann hat das gegnerische Board auch noch gebrochen. Dann haben wir den Raketenbetanker. Das ist ebenfalls eine neue Karte. Falls ein oder mehr Finsternismonster, das du kontrollierst und die als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurden, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, du kannst diese Karte von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen und dann eins der zerstörten Monster wählen. Beschwöre ein Finsternismonster mit einem unterschiedlichen Grundnamen als das zielgewählte Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Du kannst diesen Effekt von Raketenballon Betanker Ballons, oder geht es gelesen, nur einmal pro Spielzug verwenden. Solange du ein Finsternismonster kontrollierst, das als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurde, können Monster des Gegners diese Karte nicht als Angriffsziel wählen. Ja, warum nicht? Die hätten sie auch ruhig in Super machen können. Schöne Karte. Und da haben wir noch einen weiteren neuen, und das ist der Explodier-Raketendrache. Ja, das kommt so nah an Cyberdrache ran, ja? Wenn der Effekt eines Link-Monsters aktiviert wird, der diese offene Karte auf dem Spielfeld als Ziel wählt, Schnelleffekt, du kannst diese Karte zerstören, dann erhält jeder Spieler 2000 Damage. Während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, falls sie in diesem Spielzug auf dem Spielfeld durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört und dorthin gelegt wurde, die Texte werden immer länger. Du kannst ein Raketemonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören, außer Explodierraketendrache. Du kannst jeden Effekt von Explodierraketendrache nur einmal pro Spielzug verwenden. Also diese Schachtelsätze sind ja kaum auszuhalten. Und ebenfalls neu ist der Prüfsummendrache mit dem Effekt. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Dann erhältst du Lifepoints in Höhe der Hälfte der Death dieser Karte. Diese Karte in Angriffssituationen kann nicht durch Kampf zerstört werden. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann kommen wir zu den älteren Karten. Da haben wir den Anist-Raketendrache. Ja, der kam aus Cursed Break. Auto-Raketendrache kam auch aus Cursed Break. Magna-Raketendrache kam ebenfalls aus Cursed Break. Granat-Raketendrache. Wo kam der her? Ich glaube, der kam aus Extreme Force, ne? Metallraketendrache, Extreme Force, Raketensynchron, wo waren Raketensynchron drin? Savage Strike? Doch, Savage Strike. Dann haben wir den Gateway Dragon, ist eine alte Karte aus Cursed Break. Das heißt, alt, Cursed Break ist ja auch noch nicht so alt. Defragdrache, Flames of Destruction, Hintergrunddrache, Flames of Destruction. Oh, Labradoritdrache. Shadow Specters. Habe ich gern gespielt damals, um auf den Ultimaia Zirkin zu gehen. Gar nicht schlecht. Paladin von Felgrand, der kam aus dem Structure Deck der Dragon Lords. Genau wie den Drachenritter der Schöpfung, kam auch aus den Dragon Lords. Hüter des Schreins, weiß ich jetzt gar nicht mehr, war auch in den Drachenshorts drin. Weltkelch, Wachtdrache, das war glaube ich
Na, Code of the Duelist. Na, ist ja egal. Raiden, ja, zum Millen, auch nicht verkehrt. Und haben wir eine neue Karte. Das ist der Kaliber-Lieferant. Während die das denn Beiphase, falls du ein Kaliber-Link-Monster kontrollierst, du kannst ein Raketemonster von deinem Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber zerstöre es während der Endphase. Du kannst diesen Effekt vom Kaliber-Lieferant nur einmal pro Spielzug verwenden. Und das Schnellfeuer. Ja, die Fusionskarte, die freut mich auch, die mal vielleicht in anderen Decks zu spielen. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck, indem du das auf ihm aufgefüllte Fusionsmaterial auf deiner Spielfeldseite zerstörst. Aber es kann nur als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworene Monster angreifen. Hui. Zusätzlich bleibt es von aktivierten Effekten anderer als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworener Monster unberührt. Du kannst nur ein Schnellfeuer pro Spielzug aktivieren. Haben wir wieder was Altes. Das Krepierziehen. Den Schnellstart. Den Boot-Sektor-Start. Die Kaliber-Generator. Den Drachenschreien. Ja, der ist immer gut. Die Ruinen der himmlischen Drachenherren und jetzt müsste es doch kommen, die Rückkehr der Drachenherren. Was die Karte früher im Structure-Deck für wert war, das war fast nicht mehr auszuhalten, Rise of the Dragon Lords. Damals als super rar war sie fast genauso teuer wie das ganze Starter-Deck selber oder später sogar noch teurer. Jetzt als Common Reprint für Budget-Spieler, ja, nicht schlecht anzusehen. Polymerisation, natürlich, of course, Legend of Blue Eyes White Dragon lässt grüßen. Zwillingstwister braucht heutzutage auch jeder. Auch ein schöner Reprint. Und da haben wir was Neues. Das ist die Protokolle ausführen. Während jeder Battlephase, du kannst ein finsternes Linkmonster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Kalibermonster wählen, das du kontrollierst. Bis zum Ende dieses Spielzugs erhält es ATK in Höhe der ATK des Monsters, das verbannt wurde. Um diesen Effekt zu aktivieren, du kannst diesen nur einmal pro Spielzug aktivieren. Ja gut, das ist jetzt nicht so toll. Aber der rote Neustart, ja, eine Side-Deck-Karte, gar nicht schlecht. Damit hat die auch jeder. Ja, Linkgeschütz, Spiegelkraftwerfer, die Mirror Force, die ist wirklich tot reprintet. Magischer Zylinder, sehr schön, passt zum Antagonisten der Serie. Und der kaiserliche Befehl, auf den haben wir natürlich alle gewartet, dass wir ihn alle mal in Kommen sehen dürfen. Eine Superkarte, ein Floodgate der allerschönsten Sorte. Auch jeder. Und kommt jetzt der Kaliber-Ladedrache? Und es kommt der Kaliber-Ladedrache. Selbstverständlich im Cersei Break Artwork. Das freut mich nicht. Dieses Ranz alternative Artwork. Das ist mega schön. Für Budget-Spieler haben die ihn jetzt endlich alle einwandfrei. Ja, der ist auch jetzt mittlerweile tot reprintet, aber genau wie die Aschenblüte eine Karte, die jeder besitzen muss. Drillingsfeuerschussdrache ebenso wichtig. Eine super Karte als Link 3er Drachenmonster. Und als letzter den Booster Drachen. Wo war der drin? In Dual Power, glaube ich. Da hat er ein Ultra Reprint, ja, ein Ultra Druck Original gehabt. Hier nochmal als Common. Naja, nicht schlecht. Und last but not least, warte mal, den packen wir mit dazu. Haben wir einmal eine Dual Links Karte und die Legacy of a Duelist. Beilagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei dem Opening des Structure Decks Rockets Revolt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.